Hallo und willkommen hier wieder zu Pokémon News. Und zwar haben wir hier ein Darkrai. Ein Prisma Darkrai. Schaut ziemlich cool aus. Hat eine Fähigkeit 160 KP. Das ist nicht so schlecht. Ein Basis-Pokémon natürlich. Aber es ist halt ein Prisma. Man darf nur eine Prisma-Karte im Deck haben mit dem Namen. Und wenn sie abgerufen wird, kommt sie in die Last Zone. Ja. Okay, schauen wir mal uns die Fähigkeit an, Nightmare Star. Wenn man dieses Pokémon spielt, von der Hand in die Bank legt, man kann zwei Unlicht-Energiekarten von der Hand an dieses Pokémon hinlegen. Ja, das ist nicht so schlecht, dann hat man gleich mal schon zwei und dann noch eins hinlegen. In der nächsten Runde hat man schon alle vier Energiekarten hier drauf und das macht ein bisschen Sleep, 120 Schaden. Das gegnerische Pokémon ist schlafend und dagegen muss zwei Münzen anstatt eine werfen und es müssen beide Kopf sein, damit er es wieder aufwacht. Das ist wieder mal gut, weil schlafen mag ich nicht wirklich so gut, aber weil man das ja ziemlich leicht eigentlich wieder wegbringt, aber wenn man zwei Münzen wirft, dann ist es natürlich wieder eine ganz andere Sache, dann ist schlafen wieder extrem gut, weil es ist so selten das zu machen und außerdem der Gegner muss es gleich den ersten Münzwurf irgendwie schaffen, weil sonst kann er es nur noch wechseln und so. Weil man kann ja glaube ich nicht Rückzug machen beim Schlafen. Also er muss irgendeine Trainerkarte machen, um auszutauschen seine Pokémon, damit es schlafen weg ist oder es heilen. Aber mit 120 Schaden dann auch noch dazu. Richtig gut. Okay, dann haben wir auch noch hier eine Super Boost Energie. Dem Bild zufolge bringt das 4 Energie. Ich hoffe mal nicht, weil das ist wirklich extrem. Schauen wir uns mal das an. Oh, es ist auch eine Prisma-Karte. Oh, okay, man kann nur einmal von dieser Energiekarte da drin. Okay, dann kann es schon gut durchaus sein, oder? Diese Karte bringt nur normale Energie. Okay. Wenn diese Karte an einem Stage 2 Pokémon angelegt ist, kann es jeden Typ von Energie bringen, aber nur eine Energie. Das ist richtig gut. Es ist wie eine Regenbogenenergie, nur mit Doppeleffekt. Weil der zweite Effekt ist, wenn es einen Stage 2 Pokémon anlegt und man hat drei oder mehr Stage 2 Pokémon im Spiel, dann bringt sie statt dieser einen Energie, dieser irgendwelchen Typ Energie, dann 4 Energie, aber dafür normale, glaube ich. Ja, nur normale. Aber das ist heftig. Aber man braucht Stage 2 Pokémons. Das ist wieder ein bisschen schwierig zu gestalten, Stage 2. Und nur wegen einer Karte? Naja. Okay. Das war's auch von diesen zwei neuen Prisma-Karten, die wirklich extrem gut sind. Das Darkrai, Super Boost Energie natürlich auch, aber sehr beschränkt mit Stage 2 Pokémons. Aber Darkrai ist wirklich extrem gut. Und man kann ihn einfach in so ein Unlichtdeck reinhauen. Und der erfüllt seinen Zweck. Ist natürlich auch kein GX oder X oder so, es ist ein Prisma, ist ein ganz normales Pokémon. Darf nur eine Preiskarte ziehen, wenn es vernichtet wird, also ziemlich gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal bei Pokémon News.